Es ist mal wieder soweit. Ich stehe hier am Fenster und möchte euch heute ein paar Lieder mitbringen. Ich kann jetzt wieder gut stehen. Steißbein tut nicht mehr so weh. Und ich freue mich einfach, wieder singen zu können. Und ich fange einfach mal an mit dem ersten Lied. Einfach mal reinhorchen und. Ich habe jetzt in der letzten Zeit eben halt auch sehr viel Zeit gehabt mit dem Nachdenken, weil ich da echt ganz wenig machen konnte, weil das echt wehgetan hat. Und ja, dann war dieses Luftwegsein, Atmen. Und ich habe mal ein bisschen nachgelunkert und ich hoffe, etwas Schönes gefunden für uns alle. Also für mich ist es auf jeden Fall schön. Okay. Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir, mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Ho, ho, ho. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müde. Und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch der helle Schein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von fern weg. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Ho, ho, ho. Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man lieber geht. Manchmal hasst man das, was man doch liebt. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal meint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von fern weg krank. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Oh, manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal
manchmal nimmt man, wo man lieber gibt. Und manchmal hasst man das, was man doch liebt. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Einmal auch der helle Schein. Wege haben wir wirklich so. Und oftmals sind wir ohne Rast und Ruhe. Mir hat in dieser Zeit immer Jesus geholfen. Und man muss wirklich dazu sagen, dass der unheimlich viel mir in dieser ganzen schweren Zeit oft gegeben hat. Das war echt schon eine ganz krasse Nummer. Und ja, darum bei dieser krassen Nummer, wie ihr gemerkt habt, hatte ich woanders hingeguckt, das ist nicht nett. Aber still auf einer Bank zu sitzen, ohne Rast und Ruhe zu sein, das kennen wir alle. In meiner Vergangenheit war ich viel ohne Rast und Ruhe. Viel hat mich beschäftigt. Schmerzen von früher. Jeder hat eine Vergangenheit. Und manchmal ist sie sehr schwer. Aber wir stehen hier. Ich stehe hier. Ich stehe hier, weil ich Gott kennengelernt habe. Und ich möchte euch etwas von ihm singen. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, you can have all this world, give me Jesus. When I am alone, oh, when I am alone, when I am alone, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, you can have all this world, give me Jesus. When I come to die, oh, when I come to die, when I come to die, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, you can have for this world, give me Jesus. Thank you.
In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, you can have all this way, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, you can have all this world, you can have this world, you can have all this world, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. Ja, es ist wirklich so. Für mich ist es Jesus. Für mich ist es Gott, der mir den Weg gibt. Und seitdem ich ihn kennengelernt habe, hat es mir so gut getan. Schwere Sachen, wo ich dachte, ich schaffe es nicht. Schwere Sachen, wo Ärzte gesagt haben, da ist keine Hoffnung mehr. Die hat er mir weggenommen. Ich bin frei. Dieses Gefühl, frei zu sein, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man wirklich wie ein Gefangener ist. Wenn man in einer Seele, die so gequält worden ist. Meine Seele ist sehr gequält worden. Und dann frei gemacht worden ist. Ist das wie eine neue Geburt. Und so gehe ich mit dieser Hoffnung, mit diesem Glauben, wirklich jeden Tag durchs Leben. Und das hat mich unbeschreiblich stark gemacht. An dem Tag, als ich schwach war, endlich eingesehen habe, ich kann gar nichts machen. Und Ärzte gesagt haben, wir können gar nichts machen. Dann fing Jesus erst an. Und heute stehe ich hier und darf seine Lieder singen. Und ich hoffe, dass ich euch etwas dabei mit rüberbringen kann. Und ich hatte in der Zeit, wo ich diese Steißbrille gehabt habe, habe ich, als ich da drauf gefahren bin, wirklich das Gefühl habe, ich kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen. Ich konnte nicht mehr weinen. Hat er so weh getan, weil ich einfach nicht atmen konnte. Und ich habe mir hinterher so gedacht, mein Gott, wie oft im Leben kennt man das, nicht atmen zu können. Dafür muss man sich nicht unbedingt wehtun. Aber wenn man sich auf den Finger haut, kann man auch nicht atmen, weil er so weh tut. Aber welche Situationen kennen wir? Welche Situationen kennst du? Ich kenne ganz viele, wo man nicht atmen kann. Wo man das Gefühl hat, jetzt drückt einem Angst die Luft ab. Man kann nicht atmen. Sorgen. Nöte. Jedes Mal hat man das Gefühl, man kann nicht atmen. Wenn in einer Beziehung etwas nicht stimmt, hat man das Gefühl, man kann nicht atmen. Aber Gott hat uns die Lungen geschenkt und wir können atmen. Und ich habe ein Lied mit dabei, das möchte ich euch mal vorspielen. Lebensweg. Wenn du denkst, die Angst schnürt dir die Kehle zusammen, dann sagt dir Jesus,
Ich habe dir das Atmen gegeben. Ich atme tief, tief, tief. Atme das Leben in mich hinein. Ich atme tief, tief, tief. Leben fließt in mich hinein. Ein und aus, ein und aus, ein und aus. Das Gefühl hat, es ist durch irgendeine Ursache auf einmal gar nichts mehr an Geld da, man ist arm, man weiß nicht mehr, was man tun soll, es schnürt einem die Luft weg, aber Gott sagt, du kannst atmen. Ich atme tief, 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 atme das Leben in mich hinein, ich atme tief. Ich glaube, wir hätten ganz viele Wege, die wir gehen können, wo wir uns daran erinnern sollen, ob es vielleicht ein Tod ist, den wir überwinden müssen. Ob es gibt Menschen, die trauern gerade, weil sie ihr Kind verloren haben oder ihren Ehepartner verloren haben. Auch da fehlt wirklich jegliche Art von Luft, weil auch das schnürt einem die Luft weg. Aber ich möchte einfach, dass ihr in eurem Herzen behaltet. Da ist einer, der hat euch das Atmen und das Leben geschenkt. Und er ist auch da, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid momentan ganz allein auf der Welt. Ihr seid nicht alleine. Er ist da. Und er tröstet euch und wischt eure Tränen weg. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht mehr laufen, dann trägt er euch. In diesem Sinne wünsche ich euch eine super tolle Wochenstart. Atmet, gerade wenn solche Momente kommen, wirklich in Ruhe dieses Ein- und Aus. Gott hat es uns geschenkt und es tut gut. Es gibt Kraft. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute. Bis bald. Tschüss. Hab euch lieb.